Prosit. Schauen wir mal, was dieses Jahr bringt. Das letzte Jahr hatte ich ja einen Schicksalsschlag. Meine Frau hat mich verlassen. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was gemeint ist, was die Leute immer sagen, wenn sie, also was sie meinen, wenn die Leute immer sagen, alles erledigt sich von selbst. Und sie hat mich nicht einmal verlassen, weil ich im Kabarett ständig über sie herziehe, sondern in der deutschen Grammatik. Ich habe vor einem Jahr gehabt, aus unerklärlichen Gründen, Bakterien in meiner Harnröhre. Und meine Arbeitskollegin hat zufällig das Gleiche gehabt. Und ich habe aber irrtümlicherweise zu Hause erzählt, sie hat dasselbe. Und da war sie weg. Habe ich aber nicht gestört, weil ich am Ende immer das Gefühl gehabt, sie hat mich nicht mehr richtig geliebt. Und dann, mittlerweile weiß ich, ich habe einfach zu wenig auf mich selbst geschaut. Man schaut in einer Beziehung viel zu selten auf sich selbst. Man sagt viel zu selten ich. Nur wenn es um die Habenseite geht. Wenn es aber darum geht, wer Mist dabei bringt, oder wer Staubsaugen tut, da sagt man oft du. Aber beim Streiten sagt man, du bist ja immer beleidigt, du fängst ja ständig an, du redest ja nichts mehr mit mir. Also habe ich gesagt, ich drehe den Spieß einmal um und suche den Fehler von mir, bei mir. Arg, oder? Und habe gesagt, okay, in wem hat sie sich denn überhaupt verliebt am Anfang? Ist klar. In den, der in der Disco erschienen ist. In den, der ihr Blumen gebracht hat nach jedem Streit. In den, der mit ihr auf die Jubiläumswarten gefahren ist und Sternwald geschaut hat. In den hat sie sich definitiv verliebt. Aber sicher nicht in den, der zu Hause vor dem Fernseher liegt und sich die Eier kratzt. Und deswegen machen wir auch mein Eier so, ja? Weil man vor ihr noch nicht die Eier gekratzt hat. Das ist einfach ein Lernprozess. Du musst einfach wissen, wo du stehst. Ich weiß, ich bin über 32. Ich habe schon die erste Wurzelbehandlung hinter mir. Und wenn mein Schatzi zu mir sagt, magst du einen Kaugummi? Dann ist das keine Frage mehr. Sondern eine Aufforderung. Das muss man wissen. Und was auch wichtig ist, gleich am Anfang, wenn man Partnerin sucht, gilt die alte Regel, Gegensätze ziehen sich an. Wobei, da muss man aufpassen, denn Mann und Frau, das ist oft schon Gegensatz genug, ganz andere Denkweisen. Wenn eine Frau das Haus verlässt, sagt sie, hoffentlich habe ich das Bügeleisen abgedreht, hoffentlich ist der Ofen aus. Wenn ein Mann das Haus verlässt, sagt er, hoffentlich habe ich den Verlauf gelöscht. Ganz anders. Also dieses Gegensätze, ja, das kennt jeder, ne? Dieses Gegensätze ziehen sich an, ist eher darauf bezogen, dass man nicht zugleich ist. Ne? Zum Beispiel, zwei Stalker kommen nie miteinander zusammen. Ja, das geht nicht. Er Stalker, sie Stalkerin, das geht nicht. Ja? Weil da ruft sie ihr Mann und sagt, Schatzi, weißt du, wo ich bin? Ich stehe vor deinem Büro. Und dann sagt er, ja, bitte, das gibt's ja nicht. Jedes Mal der gleiche Scheißdreck. Ich stehe vor deinem Büro. So kommen wir nicht zusammen. Also zwei Stalker, das geht nicht. Alles andere funktioniert. Ja? Wichtig ist auch, wenn man eine Beziehung aufbaut, keine Erwartungshaltung. Das ist ganz wichtig. Ja? Ich habe zum Beispiel, wie ich mich mit Thema Beziehung angefangen habe zum Interessieren, so mit 12, 13, habe ich meinen Onkel gefragt, also unsere Familie ist vom Land, aber mein Onkel ist in die Stadt gezogen, lebt ganz anders, habe ich ihn gefragt, wie hast du deine Frau kennengelernt? Und er hat leuchtende Augen gekriegt, hat gesagt, ich bin im Stiegenhaus gestanden vor dem Aufzug, sie ist gekommen und ich war sofort verliebt. Und mein Onkel ist der einzige von der Familie, der mittlerweile geschieden ist. Und warum? Weil die Erwartungshaltung einfach zu hoch war. Der hat in die Frau alles gesetzt, der hat gesagt, das ist meine Frau. Und beim kleinsten Schaß, im wahrsten Sinne des Wortes, war er enttäuscht. Und was heißt enttäuscht? Enttäuscht heißt nur, ich habe mich selbst getäuscht. Dann habe ich beim anderen gefragt, wie er seine Frau kennengelernt hat, jemand vom Land, der hat gesagt, meine ist damals beim Feuerwehrhering überblieben. Ja, die sind heute noch zusammen. Ist ja klar, keine Erwartungshaltung. Bei der feuerwehrheiligen Frau, da freust du maximal, dass die im Tageslicht ein bisschen was gleich. Da kannst du maximal überrascht werden. Ja? Stell dir vor, du ziehst dann mit der zusammen und die kocht total gut. Ja? Du sagst, hoppala, vielleicht habe ich da noch einen Glücksgriff gemacht. So ein bisschen wie Brieflos spielen. Ja? Und was auch wichtig ist, gleich von Anfang an, gerade bei uns Männern, muss ich an die Männer reden, keinen Druck aufbauen. Am Anfang von einer Beziehung hat man öfters und länger Sex. Und da muss man sich als Mann zurücknehmen und ruhig, nicht drei Stunden Sex. Ruhig nach eineinhalb Stunden mitten drunter abbrechen und sagen, stopp, Schluss, jetzt hören wir auf, sonst kann ich das nie wieder toppen. Das ist wichtig, ja? Weil sonst sagt sie nach einem Jahr zu dir, Schatzi, früher haben wir öfters und länger Sex gehabt. Ja?
Meine eineinhalb Stunden ist eh schon sehr lang, da liegt die Latte relativ hoch, im wahrsten Sinne des Wortes. Man, wenn du Glück hast und sie redet dir noch eine überhaupt noch auf Sex an, weil meistens geht ja der Sex eher vom Mann aus, nicht? Ich meine, Frauen wollen auch Sex, hoffentlich. Aber ich sage immer so, für Frauen ist Sex mehr so wie eine Arbeit, die Spaß macht. Da geht man gern hin, da wird man gebraucht. Aber es ist nicht unbedingt die Hauptfreizeitbeschäftigung. Deswegen heißt es ja auch Blowjob und nicht Blowhobby. Meine, Frauen wollen schon begehrt sein, wollen schon begehrt werden, das stimmt schon, aber sie wollen nicht als Gegenstand betrachtet werden. Das muss halt das Mann akzeptieren, hilft nichts. Und mein neuer Schatz hat dafür einen Ausdruck, sie sagt, die kriegt dann immer so einen Psychogrinser. Ich komme von der Arbeit heim und da hat sie schon genug. Jetzt bin ich Kabarettist, vielleicht bin ich auch ein bisschen ein Schauspieler, aber so tun, als würde mich Sex nicht interessieren, das kann ich nicht. Jetzt haben wir uns anders geeinigt, jetzt verteile ich solche Goodies. Wenn ich zum Beispiel zu Hause komme und sie etwas irrsinnig Gutes kocht, dann sage ich so, Schatzi, und zur Belohnung gibt es halt keinen Sex. Oder wir planen den Tag ganz anders. Ja? Ich sage so, Schatzi, jetzt machen wir Sex und dann machen wir was, was du willst. Oder sie hat was Tolles erfunden, das nennt sich Kuos, Kuscheln ohne Sex. Machen wir jetzt zweimal in der Woche. Ja? Da weiß ich im Vorhinein, es wird zwar gestreichelt, aber es kommt nicht zum Finale. Gibt es noch gar keine Debatten. Wobei sie, wie wir zusammengekommen sind, hat einen Druck aufgebaut, wie sie erfahren hat, ich bin Kabarettist, hat sie immer geglaubt. Egal was ich gemacht habe, gesagt hat sie immer geglaubt. Ist mir so ein Nerv gegangen. Da habe ich gesagt, bitte kannst du das unterlassen, ständig zu lachen. Sagt sie, du musst ja gewohnt sein, dass man über dich lacht. Sag ich, ja klar, aber nicht beim Sex. Und dann, wie sie gesehen hat, ja, vielleicht wird er erfolgreich, hat sie gesagt, naja, aber wenn du dann auf Tour gehst, ja, und da kommen die Fans und die Faninnen, ich möchte ja nichts sagen, aber Gelegenheit macht Diebe. Habe ich mit Humor genommen. Sag ich, Schatz, in dem Fall heißt es nicht Gelegenheit macht Liebe, in dem Fall heißt es Gelegenheit macht Liebe. Und schon mal beide drüber gelockt. Also ich mehr, sie weniger, aber hey. Oder was sie noch Druck aufgebaut. So nach 6 Monaten Beziehung, ich komme zu Hause, wir haben so eine Binnenwand, da schreiben wir drauf, was zum Einkaufen ist, da hängt das Rezept von der Pille oben. Und da habe ich gewusst, okay, wir sind jetzt in einem Beziehungsstatus, da muss ich fürs Schnackseln einfach mitzahlen. Wobei bei der Pille, das ist in Ordnung, das nehme ich sehr streng, sie muss jeden Tag in der Früh vor mir die Pille nehmen. Wie so ein Methadon-Kranke, ja. Da bin ich streng. Ja, weil ich sage, jetzt eh schon für ein Kind. Ne? Und was auch wichtig ist, bei der Pille, da siehst du, wann dann die Pausen sind. Ja? Weil da stehen ja die Tage drauf. Im Früh habe ich mit den Pausen nicht umgehen können, aber mittlerweile erfinde ich Gedichte, dass ich mir drüber rede. Ja? Wie zum Beispiel keine Frage, in der Regel zähle ich die Tage. Und so komme ich locker drüber. Was auch wichtig ist in einer Beziehung, ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Ja? Ich muss dazu sagen, ich stehe auf festere Frauen und ich stehe dazu. Ja? Ich verliebe mich oft in eine Frau und denke mir fix, wenn es nicht nur so schlank wäre. Ne? Schau mir heimlich in der Kronenzeitung die Slimfast-Werbung an, Vorher-Nachher-Bilder. Ja? Mir gefällt immer das Vorher-Bild besser. Und das war natürlich, wie ich damals 18 Jahre alt war, der Renner. Wenn ich da eine Frau im Arm gehabt habe, also eher so, und gesagt habe, Schatzi, ich liebe dich so, wie du bist, hat sie gesagt, du bist so süß. Heute mit 30 geht das nicht mehr durch. Dann sage ich, ich liebe dich so, wie du bist, sagt sie, dann weißt du, dass du sonst keine andere findest. Und da hat sie nicht Unrecht. Ich meine, ja, aber vielleicht ist das einmal anders, vielleicht bin ich mal berühmt, dann ist es anders. Ja, dann habe ich ein ganz anderes Beuteschema, dann liege ich mit dir vor dem Fernseher und plötzlich ruft mich auch die Pamela Anderson. Kann durchaus passieren. Ruft mich an und sagt, Servus Gertschi, also auf Englisch, und sagt sowas wie, du, der Kindrock ist gerade auf ihn zu, gangst mit mir am Opernball? Ja, da kannst du auch nicht nachsagen. Und deswegen haben wir zwei jetzt, weil wir so ehrlich sind, beide haben sich einen Namen ausgesucht, der wenn anruft, darf man sofort die Beziehung stornieren. Bei mir ist das die Bink und bei ihr ist das unser Nachbar. Sag ich, Mann und Frau haben vielleicht unterschiedlich. Ja? Kann sich alle aussuchen, nimm sie Nachbarn. Aber gut. Ja? Das ist wichtig. Wobei, ich weiß, es ist abgedroschen. Es ist wirklich abgedroschen. Aber es ist so, Aussehen zählt nicht so viel. Weil selbst ein Schönheitsideal ist vergänglich. Schauen wir zurück in die 80er Jahre, wie hat der Mann ausschauen müssen. Groß, schlank, Brustbehaarung, Rotzbremsen und eine Dauerwelle. Wenn du heute so herumrennst, da sperrst du dich ein, da bist du entmündigt. Ja? Stell dir vor, du hast jetzt so ein Mannshaus. Ja, was machst du mit dem? Ja. Oder heute zum Beispiel darf man kleiner sein, dafür aber braucht man einen Waschbrettbauch.
Generelle Frage an die Damen: Wer hat einen Mann mit Waschbrettbauch? Okay, Gegenfrage: Wer wünscht sich einen Mann mit Waschbrettbauch? Traut euch nicht. Ne? Aber es ist so: Angebot bestimmt immer Nachfrage. Ja? Und wenn alle mal einen Waschbrettbauch haben, dann ist wieder was anderes modern. Und mit diesem Wissen gehen sie ganz beruhigt in jede Beziehung. Ja? Weil sie sagen: Wurscht, wie meine Partnerin ausschaut, weil vielleicht wird sie ja irgendwann einmal modern.